Hallo Leute, mein Name ist Martin Grau und herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Wie viel verdient Dolph Ziggler in seinem neuen WWE-Vertrag? Legt man Raw und SmackDown, was Pay-Per-Views angeht, jetzt wieder zusammen? Und was wird CM Punks nächster UFC-Fight? Gleich mal vorweg habe ich eine kleine Frage an euch, was meine Livestreams angeht. Und zwar streame ich ja momentan Montag, Mittwoch und Sonntag. Ich könnte aber auch Montag, Donnerstag, Sonntag streamen. Also da bin ich nicht so ganz schlüssig. Deswegen wollte ich euch als meine Zuschauer einfach mal fragen, würdet ihr lieber die Streams am Mittwoch gucken oder die Streams am Donnerstag? Stimmt ihr oben einfach mal ab für Mittwoch oder Donnerstag, wann es für euch besser passt, wenn ich streamen sollte. Montag und Sonntag bleibt aber bestehen. Wir befinden uns ja momentan in der Road zu WrestleMania und natürlich gehört es sich da auch, dass Triple H dann wieder mitmischt. Und so geht man momentan davon aus, dass nach Elimination Chamber Triple H dann wieder in die Shows zurückkehrt, um dann sein Match für WrestleMania vorzubereiten. Hier ist momentan ja immer noch geplant, Triple H zusammen mit Stephanie McMahon gegen Ronda Rousey und einen Mystery-Partner zu setzen. Jetzt gibt es hier aber für diesen Mystery-Partner nicht so viele Möglichkeiten, da The Rock wegen Versicherungsproblemen, was Filme und so weiter angeht, nicht bei WrestleMania ein Match haben darf. Aber zum Beispiel, ich will jetzt nicht anfangen hier groß zu spekulieren, aber Seth Rollins hat ja dadurch, dass ja Jason Jordan nicht bei WrestleMania sein kann, keinen Gegner für WrestleMania. Vielleicht wäre er ja was. Jeff Hardy hat sich ja im Oktober letzten Jahres verletzt und sollte aufgrund dieser Verletzung 6 Monate ausfallen. Das heißt, die Möglichkeit besteht immer noch, dass er es schafft, für WrestleMania wieder zurückzukehren. Nur geht man hier davon aus, dass wenn Jeff Hardy zurückkehrt, er dann auch in das Woken Universe gehen wird und das Ganze mit Woken Matt Hardy dann weiter aufbauen wird. Also wird Jeff Hardy dann als Brother Nero zurückkehren. Ein weiteres Verletzungsupdate gibt es auch zu Dean Ambrose. Dieser hat sich ja im Dezember verletzt und sollte seitdem nach der Operation 9 Monate ausfallen. Jetzt ist hier also klar, dass Dean Ambrose WrestleMania und halt noch sehr viel anderes mit verpassen wird. Aber er wurde jetzt auch schon wieder untersucht, wie sein aktueller Stand ist. Und möglicherweise könnte es hier so sein, dass er vielleicht doch ein paar Monate eher zurückkehren kann, als es eigentlich geplant war. Denn sowas wie ein Heilungsprozess mit guter Reha kann man halt immer sehr schwierig abschätzen, gerade wenn es sich um so einen großen Zeitraum handelt. Und bei den WWE Superstars haben wir es ja häufiger schon gesehen, dass da einige wohl an Wunderheilungen leiden. Und mal schauen, wann Dean Ambrose dann wieder zurückkehren kann. Aber ja, 9 Monate ist schon ganz schön hart. Pünktlich zum gestrigen Valentinstag, jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum eure Freundin sauer auf euch ist, hat Ric Flair in seinem eigenen Shop ein Produkt aufgeführt, was ein bisschen kontrovers ist. Und zwar gab es für $50 ein Autogramm von Ric Flair zusammen mit einem von Ric Flair persönlich beglaubigten Vertrag über Sex. Das heißt, du konntest dir den Vertrag bestellen und dann mit deinem Partner unterschreiben dafür, dass beide einverstanden sind, miteinander vögeln zu können. Mit Erlaubnis von Ric Flair natürlich. Erklärung war irgendwie so, dass Ric Flair in seinem Leben so viele Frauen hatte, dass er natürlich dementsprechend als Sexbeauftragter fungieren kann. Er hat auch ein bisschen Werbung dafür gemacht. Diese Werbung wurde jetzt allerdings komplett wieder entfernt und das auf Seiten der WWE, weil die WWE das nicht ganz so lustig fand, diesen Gag. Aber offiziell kann man das Ding noch kaufen. Also, falls ihr das unbedingt braucht, dann gibt's das. Wer diese Woche Raw gesehen hat, der wird das kontroverse Ende mitbekommen haben. Denn Finn Balor und Seth Rollins haben sich für das Elimination Chamber Match qualifiziert. Und somit wären es 7 statt 6 Leute. Und offiziell nach der Raw-Episode wurde auch auf Facebook bestätigt, dass dieses Match genau so sein wird. Das heißt, es wird das erste Mal ein Elimination Chamber Match mit 7 Leuten werden. Hier ist es so, da man den Käfig ja nicht anders umbauen möchte und kann, werden natürlich weiterhin 4 Leute in den Kammern eingesperrt und 3 Leute starten dann als erstes. Und der erste, der startet, ist ja The Miz, das war ja schon bestätigt. Und krasse Nummer auf jeden Fall, macht das ganze Ding noch ein wenig spannender und das wird cool. Jetzt werden ja bei Raw jede Woche die diesjährigen Hall of Famer angekündigt
Und jetzt gab es ein Gerücht im Internet, was besagt, dass möglicherweise Jeff Jarrett dieses Jahr in die WWE Hall of Fame kommen könnte. Das Ganze war aber wirklich ein Gerücht und wird sich wohl nicht bestätigen. Jeff Jarrett ist jetzt nicht unbedingt auf Platz 1 der Liste, die man bei der WWE in die Hall of Fame bringen möchte. Das Gerücht ist halt wieder mal im Internet entstanden, aber das kann hier also erstmal widerlegt werden. Jeff Jarrett ist also nicht dafür geplant. Bei 205 Live, was man langsam wirklich mal anfangen könnte zu gucken, gibt es ja momentan das Cruiserweight-Turnier um den Titel der WrestleMania. Und hier war es eigentlich geplant, dass Leo Rush aus NXT in dieses Turnier mit reinkommen wird und somit von NXT zu 205 Live geschickt wird. Jetzt wurde allerdings für nächste Woche das Match zwischen Aria Daivari und Buddy Murphy aus NXT angekündigt. Und hier gibt es das Gerücht, dass eigentlich dieser Spot nicht für Buddy Murphy, sondern für Leo Rush gedacht war und man das jetzt wieder geändert hat. Woran das liegt, weiß man nicht. Vielleicht kommt Leo Rush trotzdem noch irgendwie in das Turnier. Aber Buddy Murphy ist jetzt quasi erstmal zurück und dann halt gleich bei 205 Live. Ein weiteres Verletzungsupdate haben wir zu Big Cass. Dieser hat sich ja vor einem halben Jahr verletzt und ist aktuell jetzt wieder im Performance Center und trainiert sein Comeback. Er soll in richtig guter körperlicher Verfassung sein und soll ja eigentlich noch 3 weitere Monate ausfallen. So auch wieder der Zeitplan, der damals festgelegt wurde. Auch hier besteht die Möglichkeit, dass Big Cass vielleicht ein bisschen früher zurückkommt, obwohl ja hier dann immer noch die Frage ist, was man mit ihm macht, wenn er jetzt zurückkommt. Möglicherweise wird es demnächst keine WWE Blu-Rays mehr geben. Das hat was damit zu tun, dass die sich eher mäßig gut verkaufen und in der Produktion einfach ein bisschen teurer sind, als es DVDs sind. Jetzt ist es ja zum Beispiel für Europa generell so, dass wir relativ wenig Stuff auf Blu-Ray bekommen und die meisten Sachen halt noch auf DVD. Das Ganze könnte aber jetzt auch weltweit dazu führen, dass es bei der WWE komplett keine Blu-Rays mehr geben könnte. Jetzt ist natürlich WrestleMania immer noch so ein Ding. Eine WrestleMania Blu-Ray könnte man weiterhin machen, aber der Rest wird wohl jetzt nur noch auf DVD erscheinen. So gibt es auf jeden Fall das Gerücht. Auch am Montag bei Raw wurde ja bestätigt, dass Ronda Rousey beim Elimination Chamber Pay-Per-View ihren Monday Night Raw Vertrag unterschreiben wird. Und das ist eigentlich ein bisschen komisch, da man sowas noch nie gemacht hat, öffentlich bei einem Pay-Per-View. Aber das könnte möglicherweise daran liegen, dass sich momentan die Elimination Chamber Tickets bisher noch nicht so gut verkauft haben. Der Event ist nächste Woche und bisher wurden nur 8000 Tickets verkauft. Mit Ronda Rousey vor Ort versucht man jetzt natürlich die Leute da ein bisschen mehr in die Halle zu kriegen, um dann mehr Tickets zu verkaufen. Ticketverkäufe sind ja sowieso Sachen, die in dem letzten Jahr laut Finanzplan eh zurückgegangen sind. Ja, mal schauen, was man sich da noch einfallen lässt und ob das auch klappt jetzt mit Ronda Rousey. Dann gibt es ein Update zu einer Story aus dem November, denn da hat ja Ford John Cena verklagt, weil er sein Auto, was er von denen gesponsert bekommen hat, nach kurzer Zeit wieder verkauft hat, obwohl er eigentlich ja so als Gesicht, als Werbegesicht für Ford deswegen gelten sollte. Und jetzt kam aus Seiten von Cenas Anwälten die Mitteilung, dass im endgültigen Vertrag, der abgeschlossen wurde, nichts darüber steht, dass John Cena die Karre nicht verkaufen durfte. Man hat zwar im Vornherein darüber gesprochen, aber im endgültigen Vertrag steht nichts darüber. Wie jetzt die Richter darüber entscheiden, ist natürlich immer noch eine andere Sache. Aber ja, das könnte also jetzt alles wieder vom Tisch sein. Am Montag hatte ich ja darüber berichtet, dass Dolph Ziggler einen neuen Vertrag unterschrieben hat bei der WWE. Und jetzt kam auch raus, wie viel er denn jetzt pro Jahr verdient. Und zwar 1,5 Millionen US-Dollar bekommt er pro Jahr. Das klingt vielleicht erstmal viel, gibt aber noch einige Superstars, die deutlich mehr verdienen. Aber erstmal an sich, glaube ich, eine ganz gute Sache. Dann hat die WWE jetzt bekannt gegeben, dass sie Mahabali Shira aus Impact jetzt unter WWE-Vertrag genommen haben. Dieser ist also ab sofort im Performance Center und trainiert da für seinen Einsatz höchstwahrscheinlich bei NXT. Und so gehen weiterhin Leute von Impact zur WWE.
Im Vorhinein zu New Japan Pro Wrestling's Wrestle Kingdom gab es ja das Gerücht, dass möglicherweise Hulk Hogan bei dieser Veranstaltung auftauchen könnte, da er sich über Twitter über den Bullet Club geäußert hat und wie cool er den findet und dass er auf jeden Fall Bock hätte, sich sofort in den Flieger zu setzen und da mitzumischen. Und hierbei gab es auch die Anfrage gegenüber Hulk Hogan und dort kam raus, dass Hogan $750.000 für diesen Auftritt haben wollte. Und das wollte man natürlich nicht ausgeben für einen Hulk Hogan. Nur damit man mal so ungefähr einschätzen kann, was hier für Geld fließen könnte. Von Hogans Seite glaube ich mal eher, dass man das noch ein bisschen höher gesteckt hat, da Hogan ja eigentlich gerade wieder versucht in die WWE zu kommen und sowas, ein Auftritt bei New Japan, vielleicht da ein bisschen gegenhauen könnte. Nach dem Pay-Per-View Backlash soll es wohl so sein, dass es keine exklusiven Brand-Pay-Per-Views mehr geben wird. Das heißt, es gibt keine Pay-Per-Views mehr, die exklusiv für Raw oder für SmackDown sind. Und so wird es dann so sein, dass jeder Pay-Per-View wie die Big Five Pay-Per-Views auch Raw und SmackDown-Matches beinhalten wird. Ein Grund hierfür könnten die Finanzzahlen aus dem letzten Jahr sein, über die ich ja schon am Montag gesprochen habe. Denn da kam nämlich raus, dass die Gewinne aus Ticketverkäufen ein bisschen zurückgegangen sind, weshalb man sich hier dazu entschlossen hat und man deshalb die Pay-Per-Views wieder zusammenlegt, damit man mehr Abwechslung in diesen Pay-Per-Views hat und halt auch mehr seiner Lieblings-Superstars sieht. Das Ganze, aber nochmal ausdrücklich gesagt, hat nichts damit zu tun, dass der Brand-Split jetzt kaputt ist oder wieder eingestampft wird oder sonst was. Das war zwar auch, als die Shows damals auch zusammengelegt wurden, der erste Schritt wieder zurück in das System, dass alle Superstars bei Raw und bei SmackDown auftreten, aber es ist im Moment immer noch so gedacht, dass trotz der zusammenliegenden Pay-Per-Views weiterhin die Shows getrennt bleiben, House-Shows bleiben getrennt und alles hat immer noch den Sinn des Brand-Splits wie bisher, aber ab Backlash sollen dann die Pay-Per-Views zusammenliegen. Und damit verbunden könnte es auch sein, dass man bei Backlash einen WWE-Draft machen könnte, um nochmal alles zusammenzumixen, um dann quasi ja, in so eine neue Zeit zu gehen, wo halt alles zusammenliegt, aber auch irgendwie nicht. Und dann gibt es ein Update zum nächsten CM Punk UFC-Kampf. Und dieser ist momentan festgelegt auf UFC 225 am 9. Juni in Chicago. Dort wird er gegen Mike Jackson antreten und gerade weil es in Chicago ist, ist das gar nicht so verkehrt. Und übrigens hier auch sehr spannend ist das eine Woche vor Money in the Bank, was auch in Chicago ist. Das heißt, ich würde anstelle der WWE für Money in the Bank für den Pay-Per-View immer einen offenen Spot setzen. Denn wenn CM Punk diesen Kampf auch wieder so glorreich verliert wie schon seinen ersten, entstehen natürlich die Woche danach extreme Spekulationen, dass er es komplett mit der UFC lässt und wieder zur WWE gehen könnte. Das heißt, aus WWE-Sicht würde ich immer einen offenen Spot lassen für diese Spekulation und da denn, wenn CM Punk nicht zurückkehrt, wovon ich ausgehe, selbst wenn er nach 10 Sekunden wieder komplett zusammengefaltet wird, wird er trotzdem nicht zur WWE gehen. Und dann würde ich hier irgendeinen richtigen Top-Heel einsetzen, weil der Typ, der denn da rauskommt, so viel Heat ziehen wird. Das wäre schon krass, aber generell diese ganze Spekulation, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und natürlich auch auf den Kampf. Also, ja, ich bin gespannt. Und glaubt ihr, dass CM Punk es dieses Mal schaffen könnte, diesen Kampf zu gewinnen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten gerne Daumen nach oben und diesen Kanal hier auf YouTube abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sind auf dem Weg zu 100.000 Abonnenten. Das muss ein bisschen schneller gehen, Freunde. Also Abo dalassen und die Glocke mal noch aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten war es das erstmal mit dem WWE News für heute. Am Sonntag gibt es noch einen Livestream. Und ja, macht nicht mehr so dolle. Wir sehen uns, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.